Kopfschmerzen sind häufig. Es gibt 256 Arten, aber wir werden uns heute nur auf eine begrenzen, nämlich die Migräne. Etwa 8% aller Männer, 15% aller Frauen haben Migräne. Etwa 8% aller Jugendlichen und etwa 4% aller Kinder. Also es ist eine relativ häufige Krankheit. Innerhalb der Neurologie ist es die häufigste Krankheit. Migräne ist eine Kopfschmerzerkrankung, die mit Attacken einhergeht. Das heißt, zwischendurch sind die Betroffenen beschwerdefrei. Es sind halbseitige, pulsierend, pochende, heftige Kopfschmerzen, die bei körperlicher Betätigung zunehmen. Und typische Begleiterscheinungen sind Übelkeit, Erbrechen, Lichtscheu, Lärmempfindlichkeit und allgemeines Krankheitsgefühl. Die meisten Patienten haben am Tag, bevor die Migräneattacke kommt, eine sogenannte Prodromalphase, eine Phase mit Störungen des vegetativen Nervensystems, also mit Schweißausbrüchen, Herzklopfen, mit vermehrtem Appetit, mit Reizbarkeit. Und etwa 15% aller Patienten haben vor den eigentlichen Kopfschmerzen etwas, was man Aura nennt. Dort kommt es zu neurologischen Reiz- und Ausfallserscheinungen, wie beispielsweise Sehstörungen, Gefühlsstörungen, Sprachstörungen und Ähnlichem. Die Migräne ist eine Erbkrankheit, wobei die genetische Komponente bei der Migräne mit Aura, also bei der Form mit neurologischen Reiz- und Ausfallserscheinungen, deutlich ausgeprägter ist als bei der Migräne ohne Aura. Ich erkläre das meinen Patienten immer so, dass ich ihnen sage, sie haben sich die falschen Eltern ausgesucht, was man jetzt nicht mehr rückgängig machen kann. Das erklärt auch, warum man die Migräne nicht heilen kann, sondern nur positiv beeinflussen. Dieser Gendefekt führt dazu, dass das Gehirn von Migränepatienten überempfindlich ist, und zwar auch im Intervall zwischen den Attacken. Und dann sinkt die Erregungsschwelle der Hirnrinde so weit ab, dass dann äußere Reize, ein sogenannter Trigger, wie beispielsweise Hormonschwankungen oder Hunger oder Wetterwechsel, dann eine Migräneattacke auslösen kann. Die Diagnose der Migräne ist rein klinisch, das heißt, man orientiert sich an den Angaben der Patienten. Irgendwelche apparativen Untersuchungen sind überhaupt nicht notwendig. Also das Paradebeispiel für ärztliches Handeln, nämlich gut zuhören und daraus die richtige Diagnose stellen. Bei der Behandlung der Migräne muss grundsätzlich unterschieden werden zwischen der Behandlung der einzelnen Migräneattacken und der Vorbeugung. Für die Behandlung der Attacken ist bei etwa der Hälfte aller Patienten sind einfache Schmerzmittel wie Aspirin, Ibuprofen, Paracetamol wirksam. Bei der anderen Hälfte müssen spezielle Migränemittel eingesetzt werden, die sogenannten Triptane. Das heißt, diese Substanzen enden alle mit der Silbe Triptan. Davon gibt es 7 Stück als Tabletten, als Schmelztabletten, als Spritze, als Zäpfchen, als Nasenspray. Und man muss dann einfach als Patient ausprobieren, welches dieser Medikamente in welcher Anwendungsform optimal hilft. Davon abzutrennen ist die vorbeugende Behandlung. Das macht man bei Patienten, die häufige Migräneattacken haben. Einfach A, um die Lebensqualität zu verbessern und B, zu verhindern, dass zu viele Medikamente eingenommen werden. Hier muss man trennen zwischen nicht-medikamentösen Verfahren und medikamentösen Verfahren. Nicht-medikamentöse Verfahren wären typischerweise Entspannungstechniken, wie die progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen, Stressbewältigungstraining und Ausdauersport. Bei den medikamentösen Verfahren gibt es eine ganze Reihe von Medikamenten, die, wenn sie regelmäßig eingenommen werden, die Häufigkeit und Schwere der Migräneattacken reduzieren. Die Auswahl des einzelnen Medikaments orientiert sich aber sehr stark an der Phänomenologie der Migräne und an möglichen Begleiterkrankungen, sodass die Auswahl des Medikaments dann dem Gespräch mit dem Arzt überlassen bleibt. Es gibt neue Erkenntnisse zur Entstehung der Migräne, insbesondere aus der Genetik. Und erst vor kurzem ist ein Gen beschrieben worden, das für die Migräne ohne Aura kodiert. Es ist natürlich extrem wichtig herauszubekommen, welche Funktion innerhalb des Gehirns wird durch dieses Gen gesteuert. Und wir wissen in der Zwischenzeit, dass es einen ganz bestimmten Überträgerstoff im Gehirn, einen sogenannten Neurotransmitter, nämlich Glutamat, kodiert. Was gibt es Neues in der Therapie? Die Triptane, die ich bereits erwähnt habe zur Akuttherapie, sind Medikamente, die Gefäße verengen. Und damit sind sie kontraindiziert bei allen Patienten, die eine koronare Herzerkrankung haben oder einen Schlaganfall hatten. In der Entwicklung sind jetzt neue spezifische Migränemittel, die einen anderen Wirkungsmechanismus haben und die dann auch bei Patienten eingesetzt werden können, die Kontraindikationen für Triptane haben.
Ein wesentlicher Fortschritt ist erzielt worden in der Behandlung der chronischen Migräne. Hier sind zwei neue Therapieansätze. Das eine ist ein Medikament, was eigentlich entwickelt wurde zur Behandlung der Epilepsie, das heißt Topiramat. Und das andere ist eine Substanz, die aus einem ganz anderen Bereich der Neurologie kommt, nämlich den Bewegungsstörungen und der Spastik, Botulinumtoxin. Und hier haben große Studien gezeigt, dass Botulinumtoxin zur Behandlung der chronischen Migräne wirksam ist und die Zulassung ist gerade eben erfolgt, sodass das Medikament auch in Zukunft zur Verfügung steht.